Der zweite Spieltag der jungen Bundesliga-Saison startet am heutigen Freitag mit der Partie zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund. In unserem Live-Ticker bleibt ihr über alle Ereignisse des Topspiels informiert. In diesem Live-Ticker-Artikel bekommt ihr alle wichtigen Infos zum Spiel. Tagsüber wird der Live-Ticker regelmäßig mit relevanten News aktualisiert. Ab 20.30 Uhr wird hier live getickert. 8.43 Uhr dem BVB wurde in der Auslosung zur Gruppenphase Atletico Madrid, AS Monaco sowie Club Brügge zugelost. Für Lucien Favre steht fest, dass diese Gruppe alles andere als ein Selbstläufer wird. Ein schweres Los mit starken Gegnern, allen voran Atletico, das eine sehr erfahrene und gut organisierte Mannschaft stellt. Gefolgt von Monaco, vorletzte Saison noch Manchester City ausgeschaltet und erst im Halbfinale gescheitert. Hannover 96 gegen den BVB heute im TV und im Livestream sehen die Partie zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund wird heute um 20.30 Uhr in der HDI Arena in Hannover angepfiffen. Die Übertragungsrechte liegen beim Sender Eurosport, der das Spiel ausschließlich im Pay-TV anbietet. Der Eurosport-Player kostet 4,99 Euro monatlich. Folgendes Personal begleitet die Partie heute ab 19 Uhr. Moderator, Jan Henkel, Experte, Matthias Sammer, Hannover 96 gegen den BVB, wo kann ich die Highlights sehen? Zwar hat der ZN keine Rechte für die Live-Übertragung von Bundesligaspielen, doch der Streaming-Dienst zeigt nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partien, die ab Montag 0.00 Uhr auch auf Spox zu sehen sind. Zudem hat der ZN in Deutschland unter anderem Rechte für die Primera Division, Premier League, Serie A und Liga 1. Seit der Saison 2018/19 zeigt der ZN auch Live-Spiele der Champions League und Europa League. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der ZN 9,99 Euro pro Monat. Hannover 96 gegen den BVB, Fakten zum Spiel: Nur gegen den FC Bayern kassierte Hannover mehr Heimniederlagen, 14, in der Bundesliga als gegen Dortmund, 11, wie gegen Schalke. Hannover blieb in keinem der jüngsten 20 Bundesligaspiele ohne Gegentor, kein anderer Bundesligist wartet aktuell so lange auf eine weiße Weste. Dortmund traf in der Bundesliga in jedem der jüngsten 23 Auswärtsspiele bei Hannover 96, zuletzt torlos blieb der BVB in Hannover im August 1966 beim 0:2. Treffen die Schwarz-Gelben erneut, wäre es ein neuer Bundesliga-Rekord. Der BVB ist nach dem 4:1 gegen Leipzig erstmals seit dem 9. Spieltag der Vorsaison Tabellenführer. Hannover 96 gegen den BVB, die letzten Aufeinandertreffen Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 21. März 2015 Bundesliga Hannover 2 312.09.2015 Bundesliga Hannover 2 413.02.2016 Bundesliga Hannover 1 0218.2017 Bundesliga Hannover 2 418.03.2018 Bundesliga Hannover 2:3 Werbung.